So, und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwergel, nur mal zu den Hörern. Hüste. Zu einem neuen Part. Samanmara. Da haben wir ein Küken auf dem Boot. Ja, ich habe herausgefunden, ich habe da bestimmt einen Screenshot von gemacht. Ich weiß nicht, aber ich habe bestimmt einen Screenshot von gemacht. Auf dem Hohen Meer kann man Küken jetzt fangen. Wenn man durchs Hohe Meer fährt, dann kann man dort durch die offene See kann man auch Tiere fangen. Jetzt in meinem Fall Küken. Und die für die eigene Insel mitbringen. Oh, ich muss gerade mal was essen. Habe ich nicht mehr viel, habe ich alles verkauft. Bin ganz hart und gut verkauft. Und ja, ihr seht es hier. 1068 Münzen. Und wir haben jetzt genug. Wir haben jetzt sehr viel Geld und können uns das. Ich esse jetzt alles auf. Jetzt habe ich nichts mehr. Keine Verbrauchsgüter mehr. Ich bin pleite. An Nahrungsmittel. Und jetzt kaufe ich mir das Boot. So sieht's aus. Ich vergrößere mein Boot. Oder. Beeil dich bitte. Okay. Stimmt, Ruder müssen wir noch machen. Zwei Ruder müssen wir noch craften. Okay, dann fahren wir noch mal. Ich zeige euch hier mal ein paar kleine. Ich habe ein bisschen was aufgenommen und ein paar Screenshots gemacht. Screenshots ab. Okay, ja, damit wisst ihr jetzt, wie das. Ja, habe ich so ein bisschen. Weil ich mein Zeugs verkauft an die Schmieden und da habe ich so ein bisschen. Im Meer noch ein bisschen rumgedingst und. Ja, Dingst und so weiter. Das mit dem Küken habe ich ja schon erzählt. Dann habe ich noch die Aufgabe erledigt mit dem Sidequest, mit dem. Abernten der Insel. Das habe ich für euch noch aufgenommen. NST lebt nun auf deiner Insel, ja genau das. Ja, wenn wir in die Nähe unserer Heimatinsel kommen, dann können wir die Tiere, die wir aufgehoben haben im Wasser, die dort übrigens mit einem Stern markiert, werden wir bestimmt noch einige finden. Einige Tiere im Wasser finden, auf offener See. Kann ich das euch nochmal präsentieren. Die toben jetzt hier auf der Insel rum. Sehr cool. Wir haben Küken. So, ein Ruder wollten wir machen. Ich hoffe, wir haben das genügende Zeug dazu. Haben wir nicht. Holz und Bretter brauchen wir. Dann besorgen wir uns schnell Holz und Bretter. Und dann Ruder craften. Das Geld haben wir schon. Also. Baum fällen. Holz. Okay, 3 Holz. Das wird es nicht reichen, wahrscheinlich. Ich opfere jetzt einfach die Bäume. Können wir neue Pflanzen mit den Pinienkernen. So ein bisschen Harz.
Okay, gucken wir mal, was wir daraus schon machen können. Nicht, dass wir alles abernten hier. Ruder können wir tatsächlich schon machen. Dann erstmal Brett. Zwei Ruder brauchen wir. Ein Ruder können wir machen. Sehr gut, dafür müssen wir kein Geld ausgeben. Okay, weiter Holz. Zwei Bäume dürften reichen. Du wirst gefällt. Ja, ich werde irgendwann Pinien mit Kerne abpflanzen. Nachpflanzen. So, nicht die Apfelbäume fällen, das wäre ungut. Soll noch Früchte bringen. Ja, warum nicht? Du hier. Du Baum. Musst dran glauben. Holzfällerin, Qua. Zack. Sehr gut. Dann könnten wir doch jetzt bestimmt Brett. Und Ruder. Zweites Ruder gebaut. Sehr gut. Na dann müsste doch jetzt alles für die Hauptquest parat sein. Geld haben wir dabei. Dürfte dem eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Jo. Wir können uns unser Boot vergrößern lassen. Sehr, sehr schön. Unser Schiff muss schöner werden. Unser Schiff soll schöner werden. Unser Schiff soll schöner werden. Ja. So sieht's aus. Heute wird unser Schiff schöner. Ab nach Quilis. Lassen wir unser Schiff für viel Geld schöner machen. Für sau viel Geld. Dafür haben wir unser ganzes Inventar aufgebraucht. Wir werden neues Inventar bekommen, wenn wir auf Reisen gehen. Ja, ich habe auch viel Holz und Stein verbraucht, aber verschenkt. Aber ja, hat schon ein bisschen was gekostet. Da steht jetzt wieder dieser Banner. Verkaufe ich den neuen Behälter für das Maler? Ich habe doch schon einen neuen Behälter. Hast du mir doch schon nie verkauft. So, na dann. Mach mir neues Boot. Ich denke, das sollte alles sein. Wie lange brauchst du? Einen Augenblick. Okay. Möchtest du über etwas reden? Nein. Wenn du Titan brauchst, geh zu Noho. Nicht nötig. Ohio. Ah, das ist wirklich ein gutes Boot. Caleb liebt solche Aufgaben. Es ist zwar seine Arbeit, verstehe mich nicht falsch, aber es ist auch sein Hobby. Ich erinnere mich noch, wie er einmal auf einer Straße in einem weit entfernten Kontinent. Wie hieß er noch? Die Erde dort war schwarz und die Bäume orangenfarben. Jedenfalls ist uns ein Rad von der Achse gefallen. Es rollte den Berg hinunter, als ob es vom Teufel besessen gewesen wäre. Caleb hat es geschafft, am Ende alles wieder zu reparieren. Moment, das ist nicht die richtige Geschichte. Das war die, wo wir ausgeraubt wurden und weggerannt sind. Ich glaube, das war alles. Ich danke dir, Caleb. Bis bald, Nomo. Warte, Cora. Ich möchte mit dir reden. Viel Geld und alles nötig abgegeben. Quest spricht mit Noho. Oh, hübsches, neues Boot. Na, sehr schön. Damit können wir jetzt um die Welt segeln. Können wir jetzt über die Grenzen des Meeres hinaus. Na, großartig. Ich bin ganz Ohr. Jetzt, wo du ein besseres Boot hast, kannst du auf hoher See fischen. Meine Mutter hat mir das Fischen beigebracht, als ich noch jung war. Wir fuhren jeden Nachmittag mit einem winzigen Ruderboot hinaus, nachdem wir Mittag gegessen hatten. Wir fuhren mitten auf das Meer hinaus und warteten dort geduldig. Wir haben währenddessen nie geredet. Das hätte die Fische verschreckt. Danach sind wir wieder nach Hause gefahren. Und wir redeten immer noch nicht. Jetzt frage ich mich, warum uns das Reden so schwer fiel. Ich habe sie so gut, so sehr geliebt. Das ist eine schöne Geschichte, aber wie soll mir das helfen, besser zu angeln?
Eine Angel besteht aus mehreren Teilen. Du brauchst die richtige Schnur, wenn sie dünn und stark ist. 14 lange Halt. Eine gute Angelrolle bietet eine sehr gute Reichweite und Geschwindigkeit. Ein ordentlicher Schwimmer sollte stabil auf dem Wasser liegen und nicht zu stark absinken. Aber das Allerwichtigste ist der Köder. Würmer werden sehr oft als Köder genutzt, wo jeder Fisch seinen eigenen Lieblingsköder hat. Hast du alles verstanden? Natürlich. Okay, dann fange eine Sardine für mich. Ich werde auf deiner Karte eine Stelle markieren, in der du Sardinen fangen kannst. Du musst dich entspannen und eins mit dem Meer werden. Denk wie ein Fisch. Dann gehe ich jetzt mal eine Sardine fangen. Libelle, Alter. Wie eine Sidequest. Okay, wie sieht's mit der Quest aus, mit der Hauptquest? Oh, hier können wir das neue Gebiet erkunden. Hier und hier. Okay, die Welt hat sich erweitert. Falscher Kanal, falsches. Okay. Falsches Projekt, falscher Kanal. Viele Sidequests hier. Minen müssen wir noch bauen. Da muss ich auch noch herausfinden, wie wir das machen. Aber heute will ich erstmal die Welt erkunden. Sprich mit Blue für den nächsten Auftrag. Okay, das wäre vielleicht noch gut, bevor wir aufbrechen. Vier von drei. Okay, dann erstmal die Welt erkunden. Das ist jetzt die Hauptquest. Ich glaube, ich schippe erstmal mit meinem Schiff darüber. Okay. Das Menü hat sich nicht geändert. Sieht immer noch so aus. Schlafen. Karte und so weiter. Kommt noch vorher. Wir haben jetzt vier Boote, vier Ruder. Ja, sehr gut. Sieht nicht sonderlich größer aus, aber damit können wir jetzt weiter durch die. Ich hatte gehofft, dass das wenigstens ein bisschen größer aussieht. Tja. Darf ich mich mal hier kurz setzen und das Boot bewundern? Jo. Wird schon Abend. Können wir gleich mal vom Boot schlafen gehen. So. Mit dem Kumpel können wir eh erst am nächsten Morgen reden. Hier, ein hübsches Bild. Okay, ja. Würden wir nicht zu viel Zeit mit rumsitzen verbringen. Okay, schade, da komme ich nicht hoch. Zu steil die Wand. So, mal zu dem Kollegen, zu Kollege Blue gehen und sie da die mal fragen. Vielleicht hat die Tipps, wo wir als nächstes hingehen können. Vielleicht hat der Hinweise, Quests für uns auf der neuen großen Welt. Aha, ich verstehe. Stimmt etwas nicht? Sie sagt, dass sie Hunger hat. Aber wir haben doch gerade erst gegessen. Sie möchte aber etwas ganz Bestimmtes. Sie redet von einem Dessert, das du in deinen Händen hattest. Was könnte sie meinen? Was? Es muss etwas von Taka sein. Ja, Taka, der Meisterkoch. Der von seinem Schüler übertrumpft wurde. Wie bitte? Geh und frag einfach, Kind. Kauf ein paar Reiskuchen. Okay.
wieder nur eine Sidequest. Reiskuchen möchte sie haben. Für Nappaport tue ich doch alles. Für Nappaport besorge ich ein paar Reiskuchen. Und dann schippern wir über den Ozean. Damit so. So schnell wie der Nacht hier. Das ist ja hier. Skandalös. Der Laden macht gleich zu. Beeil dich, Chor. Kuchen handeln. Reiskuchen. Was verkaufe ich denn? Stoff, den brauche ich noch wofür. Seil brauche ich auch noch wofür. Wachsmalstift. Das reicht noch nicht für Reiskuchen. Weizen. Okay, Reiskuchen her damit. Sehr gut. Na dann. Ich bringe Napa mal eben den Reiskuchen und dann schauen wir mal, dass wir zu neuen Ufern aufbrechen. Mit unserem schönen neuen Schiff. Dass wir in die neue Welt aufbrechen. So muss das. Na komm, na komm, na komm. So, hier. Gott, das ist kein gewöhnlicher Bootengang. Beeil dich. Aber ich hab dir Essen besorgt. War das jetzt Reiskuchen? Ist das jetzt falsch? Ist das jetzt das falsche Essen oder schmeckt das jetzt nicht oder? Silber. Okay. Da soll ich was kochen. Wo war denn jetzt hier? Kauf ein paar Reiskuchen von Tacker und bring sie zu Napo. Reiskuchen. Haben wir das nicht? Reiskuchen. Ach komm, steck dir den Reiskuchen doch sonst wohin. Ja. Soll ich jetzt mehrere davon kaufen oder so? Ich weiß nicht, ist nicht eindeutig formuliert. So, ich bin da mal auf hoher See. So. Erstmal schlafen. So, die Sidequest, die lassen wir jetzt mal aus. Die wird schon nicht verhungern. So, Karte, wo wollen wir hin? Erstmal nach Norden, würde ich sagen. Zu dem Kuroduki-Felsen und dann rechts und links. Nach links erstmal zwischen der Puni-Höhle und so weiter. Nach Norden und dann nach Westen. Als allererstes. Da soll unsere Reise als erstes hingehen. Da versagt sie gerade meine Stimme. Es tut mir sorry. Ja, haben wir hier schon. Oh, ne, war nur eine Kiste. Gewöhnliche Kiste. Ich dachte. Ich dachte, da hätten wir wieder ein Tier. Ne, die sind hier auf der Karte mit einem Stern markiert. Ah, da oben ist immer noch was versperrt. Also wir können unser Boot irgendwann nochmal vergrößern. Aha. Das ist noch nicht das finale Stadium. So nach Westen. Das ist noch nicht das Endstadium des Bootes. Es kann noch größer werden. Unser Schiff kann noch schöner werden. So, offene See. Hier können wir eine neue Insel entdecken. Ein bisschen Stein einsammeln. Perleninsel. Du hast einen neuen Ort in Mara entdeckt. Ein sehr kleinen Ort. Ich gehe trotzdem mal an Land. Okay. Eine seltsame Eiche.
Caitlin, it feels like forever ago we went on that first voyage together. I think it's time we take that next step. Will do me the honor of being my first mate on this voyage and stay with me forever on the endless ocean of life, Michael. Ist auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass wir hier die ganzen Nachrichten für die. Die sind ja eigentlich für andere gedacht, dass wir hier das Briefgeheimnis irgendwie verletzen. Naja. Janke hat immer gesagt, dass man Sachen haltbar machen kann, wenn man sich im Sand vergräbt. Okay, Sonnenblumen, Samen, sehr gut. Öl. Können wir wertvolle Sachen mitnehmen. Okay, da ist ein Boot. Nee, unser Boot ist es nicht. Okay. Ein Brunnen. Wohnt hier jemand auf dieser Insel? Sieht fast danach aus. Ich hänge fest. Gut. Ich zerbreche alles. Ich zerstöre alles. Tomatensamen. Sehr schön. Die mal ein bisschen ernten. Einfach von der Insel mitnehmen. Ich klaue hier einfach ein bisschen. Scheint ja niemand zu sein, der hier drauf aufpasst. Anderer Steg. Andere Seite der Insel. Geh mal zurück zu meinem Boot. Gut, die Insel ist jetzt nicht. Ist relativ unspektakulär. Aber wenn wir vielleicht noch andere, bessere Inseln. Ja, die Maussteuerung, Bewegung der Kamera ist immer ein bisschen. Ja. Kann mal ruckeln. So nach Osten müssen wir jetzt. Nach Westen, nach Norden können wir noch nicht. Ja, da schränkt sich die Welt wieder ein. Und wenn ich auf der Map so gucke, ja gut, ein oder zweimal werden wir das Boot noch vergrößern müssen. Ich denke einmal werden wir das Boot noch in Ebene 3 bringen müssen. Oh, hier haben wir gleich einen Stern auf der Map. Kann ich gleich mal nachgucken. Und gleich mal ein weiteres Küken retten. Unser drittes Küken. Da sieht das schon. Küken. Hübsch. Ich mache mal gerne Screenshots. So, und jetzt haben wir es auf dem Boot. Jetzt haben wir da ein bisschen Heu drauf. Und der Stern ist von der Karte weg. Das ist fast kein Treibstoff mehr. Ach du Scheiße. Dann hoffe ich, dass ich auf der Einladeinsel jetzt eine Quelle finde. Dabei habe ich doch den neuen Trank, den Tank. Na gut, wahrscheinlich erst ein Quelis. Ach, der Unzu ist schon da. Und hier sind auch ein paar Touristen schon. Ihr seid aber weit gekommen. Nicht langweilig, ich will meine Spielkonsole. Es sieht aber ziemlich leer aus. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Die picknicken hier so schön. Ich habe über diesen Ort nur schlechte Bewertungen gelesen. Scheiß Touris. Nie damit den Touris. Ich habe alles verkauft. Tut mir leid. Ich hatte was im Inventar davon. Habe ich aber verkauft. Theoretisch könnten wir ja auch die Bäume abpflanzen. Einfach alle. Okay, die Insel kommt mir bekannt vor. Ja, das ist die Insel. Ist bekannt. Hier waren wir schon mal. Hätte ich mal auf die Karte geguckt. Ja. Wir müssen weiter nach Osten. Ja, ich gehe ja schon zur nächsten Quelle. Wir müssen vielleicht erstmal doch nach Quedis zurück.
So nach Süden. Erst nach Süden schippern. Jetzt bleiben wir hier stecken auf der Insel. Das finde ich so schön. Ich weiß immer noch nicht, ob wir dann Reset haben, ob wir da irgendwie die Möglichkeit haben, noch zurückzukommen nach Greelys. Das wäre ein bisschen, ich weiß ja nicht. Könnte kritisch werden. Wäre fürs Let's Play mal schön. Ich weiß nicht, ob das so schön wäre, aber könnte man auch mal zeigen. Vielleicht zeigen wir es irgendwann unfreiwillig. Aber gut. Greelys, na komm. Lege ich hier mal an. Und tun wir mal ein bisschen Treibstoff. Ich habe nichts, was ich hier opfern könnte. Eine Opfergabe, die ich hingeben könnte, aber ja. Mal eben. Wo war die Quelle? Da oben war die Quelle. Ganz in der Nähe. Da können wir gleich wieder auf dem Boot. Schwimmen hier einfach mal durch den See. Haben wir das auch mal gemacht. Können wir am Abend wieder auf dem Boot schlafen und dann weiterfahren. Es gibt noch mehr zu sehen und mehr zu erkunden. Ich nehme einfach mal. Tank aufgefüllt. Habe ich noch Salat dabei? Ich brauche etwas, das jetzt Opfergabe benutzen kann. Ja gut, habe ich gerade nicht. Tut mir leid. Später vielleicht. Ich hoffe, das verärgert die beiden nicht zu sehr. So, da steht das Boot. Der Kutter. Alle Mann an Bord. Alle Frau auch. Schlafen. Sehr gut. Und jetzt? Welchen Kurs wollen wir nehmen? Kurs von Fahrt. Auf nach, ich würde sagen, zur Eiseninsel. Nach Osten. Auf nach Osten. So sieht's aus. Im Osten mal ein bisschen weiter Insel erkunden, an der Eiseninsel vorbei. Die Eiseninsel weiter nach Osten. Coole Musik. Ich habe gerade ein bisschen geschwiegen, um der Musik zu lauschen. Da wollte ich lang. Nach Osten. Weiter nach Osten. Ich fahre nach Westen. Dort lang. Ungefähr hier lang. Ja, so. Müsste. Manchmal ist die Musik in Saman Mara auch ganz cool. Ziemlich leise öfters, aber ja. Kupfer in sich hin. Ich hoffe, ich finde auch Kupfer drauf. Scheint tatsächlich so. Ach, bin ich denn da? Hallo. Tut mir leid, Kleiner, aber ich bin im Moment sehr beschäftigt mit Sachen. Ja, den Koloss, sagst du. Ist das eine Mine? Kannst du mir doch verraten, ich eine Mine baue. Habe ich immer noch nicht rausgefunden. Nächster Part. Kupferinsel. Wir wollen jetzt ein bisschen Kupfer. Jetzt mit dem verstärkten Hammer geht das ja easy. Von oben. Ja, bloß nicht zu schwach werden. Always move towards the horizon. MRK. Sch-
Speisen. 40. Haben halt noch einen übrig. Wollen wir noch von einpflanzen. Auf unserer Insel wollen wir noch einen von einpflanzen. Dann müssen wir halt schlafen gehen. Um wieder in Kraft zu gewinnen. So viel Kupfer, was wir abhauen können. K.O. sollten wir hier nicht gehen, aber ich denke, da steht die besteht die Gefahr auch nicht. So, jetzt habe ich hier das ganze Kupfer abgebaut. So. Einmal um die Insel rumschippern. Gibt es noch mehr. So. Na, ich glaube, wir müssen den Part langsam beenden. Langsam mal zum Punkt kommen. So, hier mal angelegt. Da auf der anderen Seite ist noch viel Kupfer bauen. So sieht's aus, wir müssen Kupfer bauen. Timo sagt mir, dass die Zeit schon zu Ende ist, dass der Partlänge erreicht ist. Also langsam mal, ganz langsam zum Ende kommen. Ein Tourist erfüllt sein Boot immer mit Metall, aber er scheint nicht sehr glücklich zu sein. Ich muss damit aufhören, auf Piratenrennen zu wetten. Aha, da erzählst du was. Piratenrennen? Da können wir wetten. Ich sollte netter zu Saemi sein. Nicht, dass sie wieder wütend auf mich wird. Mhm. Ein paar Kirschen. Können wir eine Kirschbäume anpflanzen? Wo ist unser Schiff? Da ist unser Schiff. Sehr schön. Sehr hübsch. Ein Kirschbaum. Ein Kirschbaum in seinem Gartenstand, ne, Birnbaum war das. Ja, von Ribbeck auf Ribbeck im Havenland. Was ist denn das für ein Mineral? Ja, Kraft sammeln. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es aufwacht. Ach, hier. Ja gut, können wir wahrscheinlich auch hier speichern und dann... Gut, da mich nach oben soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und ja, kein weiteres Pärchen, keinen weiteren Part, ein weiteres Video mehr mit den Zwergenfürsten passen wollt von Saman Mara. Na dann, habt noch einen angenehmen Tag und haut drinne. Man sieht sich. Ciao, ciao. Ist doch gerade ein hübsches Bild hier.